Verhockungsgefahr! Bloß nicht verhocken! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verhockungsgefahr. Wie ihr seht, es ist wieder mal eine unchristliche Uhrzeit. Es ist 8.12 Uhr. Und irgendwas ist anders. Nicht nur, dass ihr uns diesmal sehen könnt, sondern auch, dass wir hier im Hintergrund eine sehr wilde Nacht verbracht haben. Wir sind auf einem alten Militärflugplatz. Hinter uns ist ein Hangar. Thjörven, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Die Nacht war okay, würde ich sagen. Hier an dieser Stelle auch nochmal, den Podcast gibt's ganz normal zu hören, plus ein Video. Also für die Leute, die jetzt gerade irgendwie im Auto sitzen und den hören, man kann auf YouTube auch noch ein Video sehen, wie wir jetzt vor diesem Hangar sitzen. Mir geht's soweit ganz gut. Ich habe einen Kaffee, ich habe eigentlich ganz gut genächtigt. Wie geht's dir, Max? Boah, ich muss sagen, Alter, also ja, um euch nochmal abzuholen, für die Leute, die es jetzt gerade nicht sehen, wir sind hier wirklich mitten im Nirgendwo, sind hier lange durch den Wald hergefahren, dann zu so einem verlassenen Gelände hierher, und hier sind ungefähr, ich würde schätzen, so 10, 12 Hangars. Es ist ein riesengroßer Flugplatz, und ich wollte hier ursprünglich letztes Jahr mal alleine übernachten, hab's dann nicht geschafft, weil mein Schaltwerk irgendwie kaputt war. Dann bin ich so halb noch nach Lüchen zu euch gefahren, und dann haben wir da die Nacht verbracht. Also wir sind im tiefsten Brandenburg, und es hat sich so ergeben, dass ich mit Malte zusammen auf Rügen war, und dann hatte ich dich angehauen und meinte so: Digga, hast du nicht noch Bock, diesen Hangar von damals, wo ich pennen wollte, hättest du Zeit? Ja, und dann haben wir uns gestern getroffen, sind hierher geguckt, und ich muss sagen, die ersten Stunden, Digga, mir ging der Stift. Also ich war sowas von aufgeregt und nervös. Vielleicht kannst du es in deinen Worten nochmal beschreiben, ob du mich so schon mal wahrgenommen hast. Okay, also die Situation ist folgende. Das ist, glaube ich, alles nicht so ganz... wir sind, glaube ich, in einer Grauzone. Wir wissen nicht so genau, ob das hier ein Privatgelände ist oder sonst was. Auf jeden Fall sind wir gestern Abend noch im Hellen angekommen und haben halt erstmal unsere Fahrräder abgestellt und haben das Gelände uns ein bisschen angeguckt. Und wir haben noch nichts aufgebaut und haben dann natürlich schon das ein oder andere Bier getrunken und uns halt so ein bisschen auf den Abend vorbereitet. Und dann haben wir aus der Ferne gesehen, dass da Licht kommt. Und zwar ist dann ein Auto gekommen. Mhm. Und da waren wir alle schon an dem Punkt: Okay, ich glaube, wir werden hier jetzt weggescheucht oder vom Gelände geschmissen. Und wir haben uns natürlich erstmal wie kleine Teenager versteckt. Licht aus, Licht aus, Licht aus. Wir haben erstmal gesagt, dass wir das Licht ausmachen und so. Wir wollten halt nicht unnötig viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. So, auf jeden Fall haben wir uns dann hier versteckt, und hier ist ein Auto halt einmal dran vorbeigefahren. Also hinter der Kamera quasi, hier ist die Landebahn, ne? Und ist quasi einmal hier so eine Runde gefahren und wieder an uns vorbei, und dann war es dann auch irgendwie weg. Und ja, man sitzt dann hier natürlich und denkt sich so: Okay, scheiße, das ist natürlich jetzt nicht so cool. Aber ja. man muss dazu sagen, Thjörven hat in der Hinsicht die ganze Zeit eine fulminante Ruhe ausgestrahlt. Also obwohl er innerlich vielleicht auch angespannt war. Also wir sind hier echt nochmal eine gesamte Runde im Dunkeln um den Flugplatz, auch damit ich so ein bisschen klarkomme, mich hier an die Umgebung gewöhne. Und bei Thjörven war es dann echt der Punkt, dass er dann meinte: Ja, warte mal, ich gehe da jetzt mal hin, ich guck dann mal. Dann ist er einfach, also das war dann schon so 5 Minuten später, weil wir nicht wussten, ob das Auto weggefahren ist oder geparkt hat. Genau, du musst dazu sagen, wir hatten das Gefühl, dass das Auto hier an uns vorbeigefahren ist und im nächsten Hangar. Und quasi im nächsten Hangar reingefahren ist oder sowas. Wir dachten jetzt schon so: Okay, der parkt jetzt das Auto und sucht uns quasi so, weil wir haben Vollmond, ne? Es war sehr hell grundsätzlich. Und ja, also wir hatten eher das Gefühl, dass 100 Meter weiter von uns halt jetzt ein Auto steht und jemand ausgestiegen ist. Aber es ist halt super spooky, weil wenn man sich hier so die Umgebung rundherum anguckt, hier sind halt unzählig viele Bäume. Also das ist irgendwie mittendrin halt so richtig versteckt sozusagen. Auf jeden Fall
haben wir dann, es ist Thorfinn dann irgendwie 5 Minuten später mit Lampe nochmal, ja, warte mal, ich gehe da jetzt mal hin. So, und kam dann irgendwann wieder und ich dachte mir, Alter, ey, das hätte ich im Leben nicht gemacht. Aber ich weiß auch nicht, was für Filme ich hier gestern geschoben habe. Ich musste mich immer wieder selbst zusammenreißen und mich so fragen, Alter, im Prinzip ist es hier nichts und jetzt fühlt man sich hier mega wohl und alles ist gut, weil das Licht wieder da ist. Aber in der Dunkelheit, also gerade das Ding ist, ihr seht es jetzt auf dem Video auch nicht und für euch Hörerinnen und Hörer zu Hause, wenn man in diesen Hangar reingeht, dann hat er hinten auch noch so einen Durchgang. Das heißt, hinten ist auch noch ein weiterer Raum, wo erstmal eine Fledermaus rausgeflogen kam, als wir da reingeguckt haben. Da war bei Max schon Ende. Da liegen so ein paar Küchen aktuell Prospekte rum und ansonsten geht es dahinter eben wieder raus. Das heißt, wir haben eben nicht nur von vorne quasi den Blick auf die Landebahn, sondern es könnte auch jederzeit jemand von hinten kommen. Und dann ist es wirklich so, ich weiß nicht, ob man es jetzt hört, aber wenn du da drinnen sprichst, jeder Ton wird quasi verzehnfacht. Es ist super laut, es ist ein großes Echo. Ja, es ist ein richtig krasses Echo. Und das war auf jeden Fall, also ich muss sagen, die ersten 2-3 Stunden hatte ich echt gut Probleme, hier klarzukommen. Und dann, muss man sagen, haben wir uns irgendwann hingelegt. Und ich weiß nicht, ob, ich glaube, Thorfinn und Malte haben schon so ein bisschen gedöst oder gepennt. Ich konnte auf jeden Fall noch nicht schlafen. Und dann kam um 23.35 Uhr nochmal ein Auto vorbeigefahren. Und ich dachte mir, jo, das war's jetzt, Alter. Ich hab schon, ich saß in meinem Zelt schon, Alter, und hab den Lord gepredigt, Alter. Und dachte mir so, Junge, Salve, mein Herr. Jetzt ist vorbei, jetzt werden wir hier niedergeschossen oder keine Ahnung. Also man muss jetzt einfach hier mal kurz einmal kurz sagen, ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgegangen ist, aber das Schlimmste, was ja passieren hätte können, ist, dass uns jemand hier wegschickt. Ja, und sagt, ey Leute, geht nicht, haut bitte ab, ne? So, das ist ein Privatgelände, bliblablub, ne? So, das ist ja auch voll cool. Aber das war gar nicht die Angst vor der. Und das ist ja genau das, was ich so interessant finde. Das hast du gestern ja auch schon gesagt, als ich 3 oder 4 Mal gesagt habe, okay, dann werden wir hier halt weggeschickt. Ja. So, wahrscheinlich auch auf der Most Brandenburg Art, die es gibt, halt wahrscheinlich sehr unfreundlich, aber. Was wollten ihr hier? Macht, dass da wegkommt. Ja, so ungefähr. Und Tom, aber, ja, kriegen wir noch 30 Minuten? Scheiß, kriegt da weg jetzt. Und Malte, aber mein Reifen ist klar. Oh, warte mal, können wir das ganz kurz nochmal abholen, dass Malte, als wir gestern an diesem Gelände ankamen, 2 Minuten vorher kriegt er einen platten Reifen, dann steht er hier, schafft es, seinem. Das habe ich im Leben noch nicht gesehen, wirklich, das habe ich im Leben noch nicht gesehen. Ja, erzähl. Okay, man muss dazu wissen, hier vorne ist so eine Kiesstraße und da hat er das Fahrrad schon lang geschoben, weil wir gesagt haben, ne, der Platz, wo wir schlafen wollen, der muss hier irgendwo unmittelbar in der Nähe sein. Und dann waren wir halt hier vorne an dieser Landebahn und alles und er hat sein Fahrrad abgestellt, also auf den Boden gelegt und das Fahrrad lag einfach nur da. Das lag wirklich einfach nur da. Und er hatte einen Platten vorne, den hat er nach wie vor auch noch. Also falls hinten jemand im Hintergrund rumwuselt, das ist Malte. Wir haben dann, also Malte und Max haben dann hier Drohne geflogen und wir sind hier so ein paar Runden hin und her gefahren, ne? Und dann stehen wir da an seinem Fahrrad und auf einmal macht so Pling, ist eine Speiche gerissen. Aber also, nicht nur das. Die Speiche, ja, ist gerissen und wir gucken uns alle an. Okay, was war das? Krass. Jetzt ist seine Speiche kaputt gegangen. Viel schlimmer. Und das ist wirklich das schlimmste Übel, was einem widerfahren kann, ist, dass er es geschafft hat, eine Bierdose aus seiner Tasche zu verlieren und die ist auf eine Glasscherbe wie auch immer raufgekommen und sofort ging's los und Malte völlig überfordert. Ich so, Bruder, trink, sonst ist es gleich das weg. War direkt, das war hier der Kickstart fürs Bierdosenstechen. Und er so, wie geht das? Das habe ich noch nicht gemacht. Das war auf jeden Fall ziemlich stark. Aber also so viel Schicksal, so viel Elend in 5 Minuten auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen. Nee, also eigentlich hätte das ein Zeichen sein müssen, umzudrehen. Genau, so dieser Platz will uns hier nicht und wir sollten die Zeichen achten, die jetzt kommen. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Das war schon richtig wild. Das war die eine Begegnung, dann diese 2 Autos und heute Morgen, just vor 1 Stunde und 20 Minuten. Warte, wir müssen hier kurz einmal die zeitliche. Hast du schon gesagt, dass es 8:21 Uhr ist? Okay. Ja. Just vor 1 Stunde und 21 Minuten ist um Punkt 7 hier einfach völlig motiviert ein Radfahrer an uns vorbeigefahren. Das stimmt, aber der hat uns auch nicht wahrgenommen. Und das ist halt, also das ist auch bei den 2 Autofahrern
ist mir das schon ein Rätsel gewesen. Und jetzt bei dem Fahrradfahrer ist es mir noch ein zusätzliches Rätsel, weil du fährst doch hier nicht lang. Also dieses Hauptaugenmerk hier sind doch die Hangar. Aber du hast halt hier diesen Baum davor und ich glaube... Aber der ist ja von da nach da gefahren. Du guckst doch in so einen Hangar rein. Ja, aber ich glaube tatsächlich, du siehst uns nicht direkt auf den ersten Blick, weil wir ja nur rechts... Also ich weiß es nicht. Du meinst, wir haben vielleicht den perfekten Spot auserkoren. Ja, und wahrscheinlich haben wir den... Also ich muss auch sagen, ich habe heute Morgen nach dem Radfahrer auch noch mal eine Runde mit Rad gedreht, um hier nochmal mir den Spot und alles anzuschauen. Und ich muss sagen, in dem Hangar fühle ich mich am wohlsten, obwohl jeder Bau gleich ist und alle gleich aussehen. Aber ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir halt hier jetzt die meiste Zeit verbracht haben. Ja, und in den anderen lag auch ganz schön viel Schrott rum, muss man jetzt auch nochmal mal sagen. Ja. Der war hier so ein bisschen aufgeräumter. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und Freunde, wie ihr seht und hört, Verhockungsgefahr ist zurück. Wir sind zurück aus der nicht angekündigten Midsommerpause. Also nein, es haben sich tatsächlich die Ereignisse überschlagen. Es war viel los und ich kam nicht dazu. Ich musste 2-3 Mal sagen, ey, ich schaffe es nicht, weil so viel anstand und ich auf die Projekte, wo ich jetzt unterwegs war, über die ich noch nicht so viel sagen kann, Mikro dabei hatte. Von daher konnten wir nichts aufnehmen. Aber ihr könnt wohlgesonnen sein, es geht jetzt wieder weiter. Die Sommerpause ist erst einmal vorbei und ich würde sagen, so in 4 Wochen gehen wir in die Herbstpause. Bis dahin ziehen wir noch durch. Ja, richtig. Und dann ist aber auch bald auch schon wieder Winterpause, ne? Ja. Nee, Spaß beiseite. Also wir haben es jetzt ein paar Wochen ein bisschen schleifen lassen müssen. Ist aber auch in Ordnung. Wir kommen dafür zurück mit einem Bang. Ihr habt direkt so ein Video, wo wir uns beide auch begutachten können. Und was für eine Kulisse. Die Sonne zimmert im Hintergrund hier gerade rüber. Ich wollte es gerade sagen. In 20 Minuten wird die auf unser Antlitz scheinen. Es könnte sein, dass wir in 20 Minuten die Augen zusammenkneifen müssen. Das. Aber ja, ich muss sagen, allüberfassend jetzt zu der Nacht hier in dem Hangar. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, auch wenn die Wahl meines Schlafsacks so ein bisschen überambitioniert war. Da muss ich ganz kurz einhaken. Ich bin heute Morgen, also ich habe ja gar nicht gesehen mehr, was Thorben da gestern eigentlich zubereitet hat. So, ich wach auf, stehe auf und sehe einen Menschen komplett eingepackt in einem riesen Mumienschlafsack. Und dann gucke ich darauf und sehe so, -9 Grad Komforttemperatur. Ich möchte hier aber auch kurz nochmal... An welchem Pol sind wir hier gerade? Wir sind am kältesten Pol in Brandenburg auf jeden Fall, weil es war schon sehr warm heute Nacht. Also ich habe richtig geschwitzt und ich hatte richtig Probleme, weil ich nur am Schwitzen war. aber ich habe halt, also ich muss dazu sagen, ich habe 3 Schlafsäcke und das ist schon sehr Luxus, ne? Also sehr luxuriös. Dazu muss man aber wissen, der eine Schlafsack ist jetzt dieser Daunenschlafsack, der eigentlich mein Winterschlafsack ist. Dann habe ich einen Sommerschlafsack, der ist wirklich sehr dünn und alles unter 10 Grad. Also da frierst du dir halt einfach den Arsch ab. Und dann habe ich halt noch so einen weiteren Synthetik-Schlafsack. Das ist halt so mein Schlafsack, den nehme ich mit auf Festivals. Das heißt, der hat schon so einen gewissen Mock. Ne? Also der wurde schon gewaschen und alles wird auch regelmäßig gewaschen. Aber das ist jetzt nicht so ein Schlafsack, den ich jetzt hier mit hergenommen hätte. Weißt du, das hat einfach keinen Sinn gemacht, weil der ist auch schon ein bisschen kaputt. Und als ich ja gestern meine Sachen gepackt habe, meine 3 Stück, dachte ich einfach, ey, ich nehme den Daunenschlafsack. Es ist vielleicht ein bisschen kälter so und ich kann den ja entspannt auch aufmachen. Ich habe teilweise, also mein halber Oberkörper hat nachts rausgeguckt, weil mir so warm war. Das war nicht schlau. Also ich sollte vielleicht in näherer Zukunft nochmal in einen 3-Jahreszeiten Schlafsack investieren. Hm. Ich habe auch 3 Schlafsäcke. Ich habe einen Schlafsack, der ist -15 Grad Komfort. Der ist also für richtig kalte Zeiten, der ist auch ähnlich groß wie deiner. Ist das der, den du letztes Jahr bei dem Biwak... Den habe ich mir jetzt im Februar, den hatte ich mit in den Anden in Argentinien. Ah ja, okay. Also weil es da ja auch schon frischer war. Dann habe ich einen Schlafsack, der hat -6 Grad Komfort. In dem habe ich heute Nacht geschlafen. Also eigentlich kann ich gar nicht so viel sagen. Ich wollte gerade sagen, Digga, das macht doch gar keinen Unterschied. Und dann habe ich noch einen Schlafsack, -2 Grad Komfort. Und in dem hat Malte gepennt. Das sind meine Schlafsäcke. Aber ist das alles Daune? Ja. Okay. Aber das Ding ist halt, dass ich lieber in einem Schlafsack liege und den aufmache, als friere in einem Sommerschlafsack. Deswegen sind alle meine Schlafsäcke auf winterlicher Basis. Also ich könnte zu jedem Wetter, zumindest in Deutschland, eigentlich mit jedem der Schlafsäcke pennen. Safe, ja. Ja. Also ja, ich würde halt gerne auch noch so einen
einen weiteren, also das Problem ist mein Winterschlafsack, der nimmt sehr viel Volumen ein, ne? Also weil, du hast ja gerade schon gesagt, minus 9 ist die Komfortzone. Dadurch ist der, also ich bin ja selber ein großer Mensch, du ja auch, plus dass dann halt da noch sehr viel Daune drin ist. Ja. Ne? Das Ding nimmt einfach super viel Platz weg. Ich hatte auch auf Instagram ein Bild gepostet von meinem Natasche, also auf dem Frontrack. Und da haben mir einige geschrieben, so von wegen, ob ich nicht das Maximal-Ladegewicht des Frontracks überschreite, weil es so voll ist. Ja. Aber das liegt einfach nur daran, dass ich den Schlafsack da reingemacht habe. Und lauter Federn. Ja, also es ist wirklich einfach nur lauter Federn. Also die Tasche wiegt gefühlt nichts. Was ist eigentlich schwerer, 1 Kilo Federn oder 1 Kilo Blei? Es ist beides gleich schwer. Mit der Trickfrage kannst du mich jetzt nicht... Aber das Volumen ist ein anderes, oder? Das Volumen ist ein anderes, ja. Aber das da Gewicht kommen wir bleibt, in der nächsten Folge drauf. Naja. Aber ja, also ich hätte gerne noch einen weiteren Daunenschlafsack. Also ich weiß, da können sich jetzt wieder viele ein bisschen aufregen, so von wegen Daune und so, aber ich finde die Benefits davon einfach am besten und ja, man kann die Sachen auch reparieren, ne, Leute, also... Ja. Deswegen, ich muss mal gucken, vielleicht wäre das mal eine weitere Anschaffung, aber ich habe den Faden verloren. Ja, ich greife ihn wieder auf oder ich erzähle dir was von Rügen, wenn du willst. Ja, gerne. Ihr seid ja quasi den Rügen-Orbit an 3 Tagen gefahren. Richtig. Auf ganz entspannt. Erzähl gerne mal. Ich war seit Ewigkeiten, also ich war bestimmt seit... keine Ahnung, 10 Jahren nicht mehr auf Rügen. Ich hab auch vorher Malte gefragt und wir hatten so gesprochen, eigentlich, wir müssen Malte auf jeden Fall nochmal gleich reinholen. Ja, Malte muss hier gleich mal reinholen, der doktort aber an seinem Fahrrad rum. Ja. Hi Malte. Er hatte, wie gesagt, ja gestern seinen Konflikt und den muss er jetzt erstmal austragen, aber vielleicht schafft er es innerhalb der Folge nochmal bei uns hier aufzulaufen. Und wir hatten uns den Rügen-Orbit rausgesucht und ich hatte auch vorher mit Malte gesprochen und meinte so, Alter, wann warst du eigentlich das letzte Mal auf Rügen? So, und ich habe auch überlegt, das letzte Mal ist bei mir auch schon 5 Jahre her und damals bin ich von Rostock mit Fahrrad nach Sassnitz gefahren, also habe jetzt gar nicht so viel von Rügen gesehen und bin dann halt mit der Fähre nach Schweden. Aber diesmal haben wir uns gedacht, ey, okay, wir haben Zeit und das Wetter war richtig, richtig Premium. Es waren den einen Tag 26 Grad und Sonne, auch Ende September. Und dann sind wir die gesamte Westküste quasi, also haben im Uhrzeigersinn angefangen oder sind im Uhrzeigersinn gefahren. Und es war richtig schön. Es waren so viele schöne Singletrails, wo ich mir denke, da müssen wir Thjörven eigentlich auch nochmal einpacken und ihm nochmal die komplette Steilküste zeigen. Also von, ja, ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, Dranske oder irgendwas, also ganz im Nordwesten quasi und dann bis nach Kap Arkona quasi, die gesamte Küste, ein einziger Traum, Alter. Du fährst durch so einen Märchenwald, heißt das Ding, kann ich euch auch sehr empfehlen. Alter, tausende Bäume, alle sehen gleich aus, fährst da durch, so Schlangenlinien, dann irgendwelche Wurzel, so, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag so diese Trails am liebsten, die gerade mal so handtuchbreit sind, weißt du? Also, dass du recht schmale Trails halt und dann, die sich so langschlängeln, das macht so unfassbar Bock. Und dann haben wir den ersten Abend auf so einem Campingplatz da angeheuert, haben dann noch eine Pizza bekommen, 2 Bier. Und geil. Dann haben wir uns hingelegt, Alter, und die Pizzen haben wir schon gar nicht mehr aufgeschafft, weil wir irgendwie zu große Augen hatten. Und dann konnte ich aber nicht Nein sagen. Dann kam tatsächlich von gegenüber aus dem Camper, kam eine Frau zu unserem Zelt. Alter, und ich dachte so, was passiert jetzt? Und sie, ja, hier, mein Mann, der hat gerade hier gefüllte Paprika gemacht mit Reis. Wollt ihr davon was? Und Malte so, oh nee, ich habe gar keinen Hunger mehr. Und bei mir war so direkt, Alter, ja, würde ich jetzt nehmen. Und dann sagt sie, ja, wollt ihr noch ein Caipirinha dazu, dann Gin Tonic oder ein Bier? Und ich war so, Alter, was geht denn hier? Richtiges Glamping, ey, Alter. Du musst mir mal vorstellen, wir haben ja vorher schon da quasi noch gegessen im Restaurant, kurz bevor es zugemacht hat, haben das gerade so hinbekommen und dann kriegen wir dann nochmal so ein Dinner da serviert und dann saß ich glückselig mit meinem Bier im Zelt und dachte mir so, wow, woher? Also so nett, Mann. Und das ist ja wirklich eigentlich also ich finde es eine sehr, sehr große Geste, obwohl es ja eigentlich vom Aufwand, also einfach jemandem Bier anzubieten, ist ja quasi jetzt kein großes Invest in dem Sinne. Aber es war so nett, Alter. In dem Moment dachte ich mir, Mann, womit haben wir das gerade verdient, weißt du? So, das war richtig, richtig cool und hat mich riesig gefreut. Also
Also mich wundert das jetzt tatsächlich auch nicht, dass Malte nicht noch zusätzlich, also noch zusätzlich eine gefüllte Paprika genommen hat. Mister 250 Gramm Nudeln, ne? Mion, Alter. Abmahnung. Aber ja, also ich wollte ja damals nach dem, also das Ende von diesem, von dieser Trans-Germany-Route, die ich ja vor zwei Jahren mal gefahren bin, also angefangen habe zu fahren, die wäre im Capacona geendet. Ah, krass. So, okay. Aber deswegen ist das irgendwie auch immer noch auf meiner Bucketlist, dass ich irgendwann mal nach Rügen düse. Vielleicht kann man das auch im Winter machen. Haben die Campingplätze da? Ja, ich habe ihn gefragt und Alter, das muss ich auch nochmal sagen, der Campingplatz absolut wild. Also wir haben irgendwie, ich glaube, 8 € bezahlt, 9 € pro Nase. Mhm. Und Digga, die Sanitäranlagen, die haben alles komplett saniert. Das war als... Naja, das wird ein Träger sein oder so. Gucken wir mal. Naja, so müsst ihr euch vorstellen, war die halbe Nacht, Alter. Man ist und dann... Okay, ich gucke jetzt einmal. Nein, nein, bleib sitzen, Alter. Oh nee, ich habe Angst. Du musst doch keine Angst haben. Ich wollte eh einmal auf die Kamera gucken. Läuft hier noch alles? Ja, läuft noch alles. Geil, Alter. Nee, auf jeden Fall, die Sanitäranlagen waren komplett saniert. Ja. Und das sah drinnen aus wie in einem Luxushotel, Alter. Und dafür haben wir irgendwie 9 € bezahlt. Das war auf jeden Fall richtig fair. Und dann habe ich ihn gefragt und meinte so, ey, seid ihr im Winter, habt ihr auch offen? Und er meint, ja, wir haben jetzt hier so viel Geld reingesteckt, wir lassen offen die ganze Zeit. Und dann meinte ich noch so, ey, können wir euch irgendwie was Gutes tun? Sollen wir noch hier euch mit ins Video reinnehmen oder so? Habe ich noch gefragt. Und er, Digga, wir haben nicht mal eine Internetseite. Wir brauchen das nicht. Das fand ich auch richtig geil. Und er meint, das passt schon so alles. Vielleicht hättest du das denen anbieten müssen. Braucht ihr eine Internetseite? Ja, das machen wir euch, mache ich fresh, also hier in das Camp auf Rügen. Na. Meldet euch einfach bei mir. Ich habe wirklich die Leute bei mir auf dem Discord, alles richtige MacherInnen. Macher, kein Lacher. Ey, aber lass, ja, lass das gerne machen. Also ja, gerne auch so auf entspannt, 3-4 Tage oder so. Ja. Ich habe, wenn alles schief läuft, irgendwann im November mal Urlaub auch. Mhm. Ich darf dann auch mal Urlaub nehmen. Shoutouts gehen raus an meine Firma. da könnten wir das tatsächlich machen, weil ich gerade quasi meinen Restjahresurlaub irgendwie noch verplanen muss und ich werde die eine Woche auf jeden Fall ja in Aachen sein und dann habe ich quasi eine Woche noch übrig und da könnte man dann überlegen, ob man da vielleicht Rügen, vielleicht auch noch Uckermark ein bisschen abfrühstückt. Ja. Ich weiß halt nur nicht, also so 3-4 Tage, lass es mal wirklich arschkalt sein, 3-4 Tage. Ach, aber das geht voll klar, Alter. Digga, wir waren schon bei -4 Grad in Dänemark fahren, Mann. Da hatten wir zwischendurch den Ofen. Ja, aber da haben wir nicht draußen gepennt. Nee, aber, hä, wir haben noch einen Muminenschlafsack hier. Also, Alter. Also das ist, glaube ich, gar kein Problem, Alter. Ja, ey, lass uns das gerne mal, also wie ich weiß, wir machen immer super viele Pläne hier im Podcast. Ja, aber wir machen das ja auch. Davon passiert nichts. Aber jetzt guckt, wo wir sind, Alter. Und dann, boom, aus dem Nix. Und dann so, ja, dann kriege ich irgendwann so eine Nachricht, ja, ich bin hier auf Rügen, willst du nicht dazukommen? Und dann gucke ich nach, wie lange man von Berlin nach Rügen braucht. 4,5 Stunden. Ja. Ja, aber also können wir gerne in Angriff nehmen. Also ich hätte tendenziell Bock. Das wäre dann ja auch wieder so eine, ich sag jetzt mal eine Bikepacking-Tour, ich nenne es jetzt mal so, wo ich mich auch richtig drauf vorbereiten muss. Also wo das Bike zu packen eigentlich das Nervigste ist. Ja, wobei man muss auch dazu sagen, auch jetzt wieder klassischer, also manchmal denke ich mir, Max, Alter, du machst das doch echt nicht zum ersten Mal. Ich habe auch jetzt wieder so viele Sachen mit. Ich habe selbst jetzt noch Sachen, die ich noch keinmal anhatte jetzt in den Tagen. Mhm. Also, aber ich denke mir so, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, die anzuziehen, weil, also ich habe ja eh jeden Tag irgendwie das Gleiche an. Man kann sich so viel sparen, man kann sich so viel Gewicht sparen und ich würde sagen, beim nächsten Mal Rügen, ich habe zum Beispiel jetzt 2 Bibshots mit, hätte man sich komplett sparen können. Ja, das hättest du dir komplett sparen können. Nur eine Bibshots, dann hier eine lange Hose, eine Badehose und Abfahrt, so, das reicht eigentlich. Und, ich würde mich freuen, wenn wir das im Winter machen. Im Winter ist nur die Herausforderung. Du weißt selbst, die Sonne ist nicht lang da. Da haben wir nicht viel Stunden. Und das Schöne ist aber, das ist so schön. Es gibt so viele Lokalitäten, wo man einkehren kann. Die ganze Zeit. Ja, aber da dürfen wir, Digga, da verhocken wir zu viel. Das ist nicht gut. Dir, Alter, aber sobald wir die Tagesetappe geschafft haben, dann können wir uns alle reinhocken. Und hier, Dings ist so ein Fischbanause, Alter. Malte, ne? Der wollte keinen Backfisch, gar nichts. Ich sag hier, Räucher. Hast du noch alle Latten am Zaun oder was?
Ja, der muss eine Speiche neu einziehen. Also der hat andere Probleme. Der hat nicht mehr alle Speichen im Rad, Alter. Nee, auf jeden Fall gibt's richtig viele Sachen, wo ich richtig gern gehalten hätte und gesagt hätte, komm, lass uns hier mal einkehren, da mal einkehren. Und vielleicht, ich glaube, das ist genau deine Tour, Alter. Du meinst, ich sollte vielleicht statt Tjörven-Geschwindigkeit Tjörven-Culinary... Culiness. Kannst ja noch zwei mache ich. Ich hatte mal überlegt, was Tjörven kocht, Alter. Ja, hatte ich wirklich mal überlegt. Warte mal. Weil, also du weißt ja, dass ich der hat was drauf an der Pedale hier an, wie heißt das? Am Herd? Nee, diese Kelle. Pfanne? Nein, Pfannwender. Am Pfannwender. Ja, am Pfannwender, ja. Ja, also ich brate nicht nur, aber ja, ich bin ein begnadeter Hobbykoch, würde ich sagen. Also, ja, dann fahr das Talent mal auf die Bühne, Alter. Aber ich finde, das ist so, also Kochen, ne, ja, ist ein anderes Thema. Aber was ich sagen wollte, ist, lass uns das... Nee, sag mal, was ist Kochen? Was ist Kochen für dich? Kochen ist für mich Freizeit und Auszeit. Also, weil ich, sobald ich, glaube ich, anfange, das zu filmen, wird es ein Job. Aber ja. Weil du weißt ja selber, wie das dann ist. Dann ist man so perfektionistisch und dann du hast ja auch eine gewisse Vorstellung, wie das auszusehen hat. Ist aber auch ein anderes Thema. Was ich jetzt nochmal sagen wollte, ist zu dem Thema Bikepacken. Haut mal eine Eins in die Chat, Tjörven kocht. Ja, ihr könnt schon mal runter kommentieren. Also wenn, ne, lass uns eine komplett bescheuerte Nummer nehmen. Ich habe 8000 irgendwas Abonnenten. Wenn wir jetzt 500 Daumen hoch auf dieses Podcast-Video kriegen, dann mache ich den Kanal und mache ein Video. Leute, das ist gar kein Problem. Abfahrt. Geil, das kriegen wir hin. Okay, es ist ein Deal. Was ich sagen wollte, ist zu dem Thema Sachen einpacken und Bikepacking. Ja, also stimmt. Ich hab ja versucht, leicht zu packen. Das funktioniert aber eigentlich nie. Also ich habe einen Rucksack mitgehabt oder habe einen Rucksack mit, also weil hier Kamera, Stativ, Mikrofon und sowas habe ich alles in den Rucksack gepackt. Und dann halt meine Front-Rack-Bag und da war halt die Isomatte, der Nässeschutz und Schlafsack drin. Plus ich habe auch noch einen Kocher mit, obwohl ich wusste, dass ihr auch einen dabei habt. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, weil ich dachte, dass wir irgendwie voll den Heißhunger haben. Also manchmal ist das ja so. Und dann dachte ich so, ich habe ja auch gegessen ordentlich. Ja, hast du auch, ja. Aber ich nicht. Aber wisst ihr, was eigentlich so geil ist? So ein Baguette mit Aioli einfach. Wir haben noch Baguette, ne? Wir haben noch hier ja, von jetzt, dem Antipasti. Um 8.30 Uhr Aioli reinfahren. Da kann man reinfahren. Sich nochmal das Antipasti reinfahren. Und das Aioli gestern hat uns geholfen, damit wir gut schlafen. Und es hat die bösen Geister verjagt. Also die Security, die hier zweimal vorbeigefahren ist. So musst du das sehen. Ich bin so froh, dass hier nichts... Also diese Autos waren jetzt im Nachhinein einfach wie eine Fata Morgana. Ich würde fast sagen, dieser Platz ist jetzt unser. Ich fühle mich glaube, hier wohl. Also ich glaube, also falls Leute sich die Mühe machen, rauszuscouten, wo das hier ist, ich glaube tatsächlich, ich würde es nicht empfehlen, hier zu schlafen. Weil die Sprachnachricht vorhin, die ich auch von einem Bekannten bekommen habe... Das hat sich auch nicht so angehört, als er hier gepennt. Der hat hier nur geruht. Ne? Der war auf einer Tour und hat hier 2 Stunden oder so gepennt. Und da ist wohl auch ein Sicherheitsdienst gekommen, hat gesagt, jo, hör mal zu, ist Privatgelände, blablabla. Aber was sich auf jeden Fall lohnt, ist, hier mal vorbeizukommen. Also das ist auch auf Komoot eingezeichnet. Auch rundherum kann man hier richtig schöne Spots sich angucken. Allein nur mal hier lang zu fahren, so dieses Gelände zu sehen, finde ich, ist schon beeindruckend. Und ich hatte auch noch mal nachgeschaut, das ist... Außerhalb der Sowjetunion war das früher der größte sowjetische Militärflugplatz gewesen. Also komplett krass. Also wenn man sich vorstellt, es ist ja auch riesig, ne? Es ist riesig. Also das hier, ja, ihr seht ja jetzt nur ein Hangar. Also es ist wirklich ein Riesengelände und vor allen Dingen ist 3-4 Kilometer hinter uns noch eine riesen Start- und Landebahn. Ja. Ich weiß gar nicht, ob hier damals so Antonov 12 und so, ob es sowas schon gab, da diese großen, das weißt du, dieses Riesenflugzeug. Ja, ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich irgendwo mal gelesen, dass in Brandenburg irgendwo versteckt immer mal wieder so Riesenlandebahnen waren, wo diese Flugzeuge halt starten und landen können. Das kann gut sein, ja. Also es gibt ja auch noch im Süden von Berlin ist es, glaube ich, es gibt da noch Sperrenberg. Ja, genau. Davon habe ich auch mal gehört. Genau, ja. Da wollte ich irgendwann mal hin und da hatte ich so einen Wildschwein-Incident. Boah, davor hatte ich heute Nacht auch ganz kurz, wo wir hier ankamen, dachte ich auch, was machen wir eigentlich, wenn hier so eine Wildsau reinrennt, Alter? Ich glaube nicht, also ich hatte das aber schon relativ schnell geahnt, dass hier eher weniger Wildschweinverkehr sein wird. Also das Einzige, wovor ich
also jetzt nicht Angst, aber was mich halt genervt hätte, ist, wenn wirklich jetzt hier so ein Auto rangefahren wäre und offensichtlich mit einem Autoscheinwerfer angeleuchtet hätte und gesagt hätte, jo, zusammenpacken, abhauen. Aber, ja, wie gesagt, das war gar nicht der Punkt, vor dem ich mich gefürchtet hätte. Ich hätte wahrscheinlich dankend gesagt, ja, ich bin schon auf dem Weg. So. Also ich möchte das kurz jetzt einmal einwerfen. Max hat gestern Abend auch kurz damit geliebäugelt, ob wir nicht wieder zurückfahren zum Bahnhof und dann wieder nach Berlin fahren. Also so viel Angst hattest du. Aber es ist eine unbegründete, also ist keine Angst, ist ausgedacht oder so, ne? Das waren ja schon ernstzunehmende Ängste. Ach, ja, so, aber so schlimm nicht, war, aber ja, es war auf jeden Fall so, dass es mich selber nicht hat entspannen lassen, weißt du? Also ja, ich saß hier und war halt permanent angespannt, hab zwischendurch mal immer so 5 bis 10 Minuten vergessen und dann fiel es mir wieder ein, ach verdammt. Und sowas genauso, ich lag im Zelt, Alter, irgendwann habe ich ausgeblendet und dachte, okay, ganz ehrlich, Max, das Zelt sieht genauso von innen aus, ob du jetzt hier auf Rügen bist oder ob du jetzt hier drinnen liegst, es ist genau alles das Gleiche, du hast hier deine Isomatte, deinen Schlafsack, aber dann irgendwann kam immer mal wieder so ein Gedanke, so, ah verdammt. So, und dann hörst du plötzlich so ein Rascheln. Dann diese, die hier Fledermäuse, wii, wii, weißt du, so, das fand ich ja, ja also auch, das, Alter. Das Tierreich macht hier im Umland auf jeden Fall ordentlich Lärm. Dann hatten wir hier irgendwo einen Hund, der die ganze Nacht gebellt hat. Da hinten war irgendwo auch noch ein Hund, der gebellt hat. Also es war schon nicht leise, plus das der Hangar ja wie so eine Kathedrale ist. Das heißt, wenn einer gepupst hat oder sich umgedreht hat, hat das da einmal durch die ganze Halle geschallt. Thorsten sagt einer. In Wirklichkeit meint er sich selbst, weil er war der Einzige, der hier so ein Konzert abgegeben hat. Das stimmt überhaupt gar nicht. Malte und Eimer hat irgendwer von euch richtig laut ein Los gescheppert. Nee, da dachte ich. Ich definitiv nicht. Das ist eine absolute Lüge. Das ist eine absolute Lüge. Nee. Doch, den Hut können wir uns alle zusammen aufsetzen. Wir haben gestern ich hab ganz nicht schönes mal einen Hut auf, wie du siehst. Magga, das ist, hör auf, dich hier rauszureden. Das kauft dir eh keiner ab. Das Pups-Konzert gestern Abend war real. Es ging aber nicht auf meinen Nacken, Junge. Der Junge hatte so viel Angst, ich lag die ganze Zeit im Schlafsack und konnte sich nicht entspannen zum Pupsen. Oh Leute, ey, ihr glaubt gar nicht, ich mache nachher 3 Kreuze, wenn wir irgendwann wieder auf einer Landstraße rauskommen und einfach wieder einer von allen sind, so, weißt du? Echt, also für mich ist komplett, ich bin komplett tiefenentspannt. Also jetzt bin ich auch tiefenentspannt, aber jetzt denke ich mir so, jetzt könnten eigentlich nur noch so unnötige Konflikte kommen. So, dass irgendjemand so, was habt ihr gemacht? Und dann, ja, dann sagen wir halt so, ja, hier, guck mal, wir haben Platten und dann, weil wir so früh unterwegs sind, haben wir noch Kaffee getrunken und so. Genau, und die 8 Pilz, wo kommen die her? Jo, die haben wir gestern im Wald gesammelt. Die lagen hier schon. Ich habe vorhin schon gefragt, ob man hier irgendwo was in eine Kaffeekasse werfen kann, weil ja, an sich tolle Umgebung hier. Nee, wirklich, wirklich schön. Also, es lohnt sich, Freunde, wenn ihr irgendwie mal hier auf der Route seid, guckt hier mal vorbei. Aber ja, hier nächtigen, ich würde tatsächlich auch sagen, im Nachhinein habe ich besser geschlafen im Februar bei den Minusgraden auf dem Biwakplatz da. Wir wollten ja auch zu Anfang erst dahin. Ne, also zu Anfang. Nee, ich wollte die ganze Zeit hier. Ich weiß, aber wir hatten einmal kurz darüber gesprochen, ob wir nicht zu diesem sagenumwobenen Biwakplatz fahren, wo du dir schon mal den Arsch abgefroren hast. Also ich mir eigentlich auch ein bisschen, aber das wäre. Also da haben wir gestern ja auch kurz drüber geredet, weil das wäre dann halt wieder so, okay, wir bauen unser Zelt auf. Das ist dann halt wie ein Campingplatz, ne? Also weil du da weißt, dass du da schlafen darfst und so weiter. Und es macht halt gleich was mit dir, so die ganze. Du, ey, das hier ist jetzt was, da wirst du dich nur in 10 Jahren dran erinnern. Absolut, weißt du? Ja. Und ich kann dir mit ruhigem Gewissen sagen, es gibt Nächte, also wo ich irgendwo gepennt habe auf irgendeinem Biwakplatz, da kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern, weil es halt so irrelevant ist, weil es unbedingt illegal ist, aber weil es halt so, ja gut, ne, hier, da liegt 100 Meter weiter vielleicht auch noch jemand, das ist halt nicht so raw, ist nicht so. Ich weiß noch, also ein ähnliches Gefühl hatte ich, wo ich damals, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, wo ich mit Hängematte im Hamburger Hafen da gepennt habe. Ja, das ist auch eine Sache, dass ich das, ich würde es gerne auch irgendwann mal machen. Ja, können wir zusammen gerne noch aber mal machen. Aber ich habe keine Hängematte. Ich habe 2. Ja, perfekt. Habe ich 2? Ich glaube, man kann die auch easy bei dem Sportfranzosen kaufen. Ja, aber ich habe, glaube ich, 2. Geil. Und weißt du, was ich auch habe? Das hat mir netterweise mal ein Zuschauer zugeschickt, aber
Schande auf mein Haupt, ich habe es bis heute noch nicht ausprobieren können oder ausprobiert, ein Baumzelt für zwei Personen, weißt du? Was man zwischen drei Bäume auf Hochebene spannt. Ah, wie krass! Ja, aber ich dachte mir halt, wo willst du das spannen? Weil im Wald so ist halt doof. Irgendwo müssten wir halt ein Privatgelände mit Bäumen finden. Oder jemand, vielleicht ist jemand da draußen von euch, der sagt, ey, ja, das wäre eigentlich toll. Das, ja, vielleicht gibt es da draußen von euch jemanden, oder der einen Wald besitzt. Genau, und der sagt, ey, Thjörven und Max, ihr seid gute Gäste. Ich weiß, ihr benehmt euch, ihr nehmt immer euren Kram mit und versucht eigentlich auch leise zu sein. Kommt doch mal vorbei. Ey, dann könnten wir da, weil ich habe das Zelt noch oben bei mir liegen, Mann. So ein Baumzelt, was so komplett, was ein Meter über dem Boden ist. Hä, das hat dir jemand einfach zugeschickt, ja, oder ist es quasi einfach nur die Plattform und dann baut man das? Nee, das ist so ein, also der arbeitet, der hat sich selber das Produkt ausgedacht sozusagen und meinte hier, der kann uns das auch erklären. Also falls du das siehst. Wie lange ist das her, dass der dir das zugeschickt hat? 2 Jahre. Glaube ich. Alter, Max, Junge. Es tut mir leid, aber ihr wisst selber, ich bin viel unterwegs die ganze Zeit und Ja. Da hätte ich jetzt nach Rügen das Baumzelt mitnehmen sollen, dann erklär mal dem Campingplatzbesitzer. Wir bräuchten hier nochmal, haben Sie 3 Bäume, die hier so? Ich brauche keine Parzelle, ich brauche 3 einzigstehende Bäume. Können wir um 8 Uhr noch vorbeikommen, Alter? Vor allem so geil. Wir haben angerufen, weißt du, bei ihm und meinten so, hey, ich wollte fragen, so für heute Nacht, geht das, haben Sie noch für 2 Leute und haben Sie da noch was? Und er, wie, was soll ich haben? Ich so, naja, so, dass wir da übernachten können. Ja, wie, mit was seid ihr denn? So mit Zelt oder was? Also, weil ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt. Ja. Und das ist halt auch so geil. In Mecklenburg kriegst du dann auch direkt die Breitseite, so, weißt du? So. Und dann hat Malte erstmal schön die Kamera noch draufgehalten. Und der dann so, filmst du das jetzt oder was da? Und Malte so, nee, ist nur Audio. Sag mal, bist du Knüll oder was? Ich habe schon 3 Bier im Kahn. Das war so geil, Alter. Sympathisch. Also, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Nee, aber von daher, lass uns, also, ja, genau, falls ihr das jetzt hört, falls einer von euch irgendwie ein Grundstück hat oder so, wo ihr 3 Bäume habt, die so. Ja, so 2 Meter ungefähr auseinanderstehen. Ich glaube, ja, oder halt ein Wald. Bisschen, ja. Ich habe ein Waldstück oder so. Das wäre ein Traum. Slidet in unsere DMs, sagt uns, wo das ist. Und dann gucken wir mal, am besten auf dem Wochenende, würde ich sagen. Und dann kommen wir mal vorbei. Ja. Und dann weiß ich nicht. Weißt du, was ich auch erst überlegt habe? Aber gut, das also war ganz gut, dass wir doch das so gemacht haben. Aber stell dir mal vor, man wäre hier mit 20 Mann hin, so ein Community-Overnighter in den Hangars. Ja, also ich glaube, dann hätten die beiden Autos gestern Abend angehalten. Wahrscheinlich, ja. Also, aber ich bin mir nicht sicher. Ich denke bis heute, das waren einfach Privatauto, die hier nochmal lang sind und ich weiß es nicht. Aber du fährst doch nicht um diese Uhrzeit hier lang, um die Hangar anzugucken. Eigentlich nicht, aber auf der anderen Seite, das Gelände vorne, es ist auch nicht abgesperrt. Hier ist kein offensichtlicher Zaun oder irgendwas, sondern es ist einfach ein Waldweg. Doch, man fährt den Waldweg entlang und man fährt. Weißt du, als Malte den Platten hatte, ja, da standen wir in so einem Tor, wo drauf stand Privatgelände. Genau, aber das war offen. Ja, weil das Schloss quasi aufgebrochen worden ist. Nee, das war ganz normal offen. Da wollen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Dieser Platz hier ist öffentlich fahrbar. Der ist bei Komoot eingezeichnet. Ja, das muss man. Also man muss aber auch dazu sagen, ich wollte es gerade sagen, selbst wenn wir da vorne durch dieses Tor nicht durchgefahren wären, wärst du auch da vorne reingekommen. Also es gibt hier 5 Wege. Ja, ja. Also du kommst von, also überall führt irgendwo ein Weg hierher. Also ja. Das ist ja auch scheißegal, von welcher Seite wir jetzt reingekommen sind. Aber ja, das mit dem Rügen Campingplatz klingt mega geil, also klingt nach einem sympathischen Typ. Ja. Also einfach raw. Also ist ja, einfach wir so springen ganz schön hin und her. Nee, also das wollte ich jetzt nochmal kurz sagen, weil du hast halt so schnell hintereinander die Themen abgefrühstückt. Sorry. Ja. Also. Das mit dem Baumzelt, lass uns das gerne machen. Rügen, lass uns das auch gerne machen mit dem Campingplatz. Leute, und vielleicht. Falls ihr ein Grundstück auf Rügen habt, DM. Dann können wir gleich zwei Sachen auf einmal abfrühstücken. Das wäre doch wild. Die Liste wird länger. Ich hoffe, das wäre so geil eigentlich, wenn jemand mitschreiben würde und diese ganzen Ideen, was wir uns alle schon vornehmen wollten, aus den ganzen Podcast-Folgen. Also ich mach jetzt ein Angebot in die Community rein. Du kannst gerne einsteigen. Wenn jemand sich die Mühe macht und alle Folgen durchhört, Alter, und quasi aufschreibt, was wir schon alles geplant haben und davon nicht umgesetzt haben, ich schicke ein komplettes Sticker-Paket von mir raus und ich gucke, was ich noch so rumfliegen habe. Ich habe ja auch echt viel Zeug und ich will nicht so viel Zeug haben. Deswegen. Das macht niemand, das wäre wild. Und Max steuert bestimmt auch noch irgendwas dazu. Ja, ein paar Jahrmann-Aufkleber. Bei mir gibt es Jahrmann-Sticker, eine Jahrmann-Cap,
und ein Jamann-Hoodie in eurer Größe. Und wenn das nicht ein Angebot ist, und noch 50 ist, Euro obendrauf. Wie willst du denn 50 Euro obendrauf legen? Auf den Hoodie einfach. Und dann schicke ich das per Post los. Du weißt, dass du jetzt literally wahrscheinlich sehr vielen Leuten... es werden wahrscheinlich mehrere Leute dann sein. Das wird niemand machen, Mann. Wer hört sich denn 30 Folgen an? Nee, so viele Folgen haben wir noch nicht. Doch? Nee. Doch? Wie viele Folgen? Wir haben, glaube ich, 16 oder so oder 18. Sicher? Ja. Wir machen den Kram schon länger hier. Da gibt es bestimmt irgendwelche Leute, die das machen. Aber ja, okay, also das Angebot steht. Ihr habt es auf Video und auf Audio. Ich glaube, am besten schreibt ihr einfach mir. Und dann nehmen wir einfach. Alles okay? Abgerissen, ja. Am besten slidet ihr da einfach bei mir in die DMs. Und wenn es mehr. Die erste Person, die mir schreibt, mit den ganzen Sachen, ist the winner. Ja, das ist eine Winner Idee. Chicken Dinner, fertig ist. Aber wir müssen es zur Kontrolle eigentlich nachhören, um es zu überprüfen. Verdammt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Oh Mann. Naja, Thjörven, andere Frage. Ja. Was steht bei dir noch an die nächsten Wochen? Ich habe gesehen, du hast jetzt für dich den Morgen entdeckt. Du hast da bei Strava so ein paar längere Posts verfasst. Du warst morgens auch baden, kann das sein? Maga, ich habe einen kompletten Mindset-Shift hingelegt. Na, Alter, das ist eine Lüge. Wie kriegst du das Gewinner-Mindset, Alter? Bist du auf Mount Everest draufgehasselt? Also ich war einfach bei KLS in der Mindset-Gruppe und seitdem läuft mein Leben viel besser. Ich bin stark verschuldet und okay, Spaß beiseite. Nee, aber mal ernsthaft, du warst baden morgen, oder? Morgens. Also aktuell ist meine Montags-Morgens-Routine. Hammer, hört euch das an. Halt eine kleine Runde Fahrrad fahren. Das sind dann meistens so, keine Ahnung, 40, 50 Kilometer mit anschließenden Skinny Dip in einem See. Und Hammer. Also ich bin letztes Jahr ja schon sehr unregelmäßig immer mal wieder Eisbaden gegangen und sowas. Und ich habe mir irgendwie gesagt, ich will das dieses Jahr durchziehen. Also jede Woche auf jeden Fall einmal rein. Alter. Und jetzt letzte Woche Montag war es so, dass ich auf dem Fahrrad schon so ein bisschen gefroren habe, weil ich einfach zu kurz angezogen war und dann ins Wasser reingegangen bin und das Wasser war einfach warm und das ist halt, das war richtig Premium, aber ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber ja, also was da in meinem Kopf passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Ich habe irgendwie einfach zu mir gesagt, also es reicht jetzt langsam auch mit dem Verhocken. Also es hat bei mir auch so ein bisschen also es ist einfach ein mentales Ding so. Ich bin mental halt einfach nicht so fit und habe auch nicht so super viel Bock auf Radfahren. Deswegen will ich da nicht so mit dem Körper halt einfach reindiven, sondern ich will da smooth wieder reinsliden. Ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, Thjörven, das Timing ist ultra kacke. Nein, das ist perfekt. Weil die Saison zum Radfahren ist ja eigentlich zu Ende. Aber nein, ich denke mir genau eigentlich, ist es, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es genau richtig, weil... Jetzt gerade ist es so, dass ich morgens halt mich auch wieder aufs Fahrrad quäle, Musik mir anmache und dann halt losfahre. Ich wohne ja mittlerweile im Westen von Berlin und ja, ich bin jetzt die letzten zwei Male immer um den Thekla See gefahren. Das werde ich jetzt in Zukunft nicht mehr machen, weil die Runde einfach langweilig ist. Also ne, ich brauche schon ein bisschen, was mich auch fordert. Aber halt dann im Thekla See halt einmal kurz reinzugehen, 5 Minuten im Kreis zu schwimmen, ist schon nice. Also das Schwimmen, da freue ich mich drauf. Das ist dann irgendwie so das, wo ich mir denke, okay, ich fahre jetzt diese Runde, damit ich mich am Ende mit Schwimmen belohnen kann. Und irgendwie ist es auch geil. Ne? Ich sitze da dann alleine an diesem See morgens um 8 oder um 7, habe einen heißen Kaffee in so einer Thermoskanne und das ist irgendwie geil. Du hast einfach deine Ruhe, weißt du, bist so für eine Stunde alleine für dich in deinem Kopf und dann fahre ich nach Hause und sitze dann in so einem Videomeeting und denke mir so, Digga, ich habe jetzt schon so viel erlebt, ne? Im ganzen Wochenende habt ihr alle gar nichts erlebt. Weißt du, so, das ist irgendwie, das tut mir gut, das tut mir gut. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Und ja, generell versuche ich gerade ein bisschen von diesem nach der Arbeit nach Hause fahren Ding wegzukommen. Also es gibt ja genügend Ausfahrten in Berlin, wo man halt jeden Tag eigentlich nach der Arbeit hin kann. Und ich war jetzt am Donnerstag bei einer von der Happy Crew, falls die einem von euch was sagt. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also ich weiß, ich habe letztes Mal
über so eine andere Gruppe ein bisschen rumgemeckert, teilweise auch ein bisschen unbegründet. Aber bei dem jetzt am Donnerstag, das hat mir richtig gut gefallen. Die Gruppengröße war gut, die Leute haben verstanden, wie man Fixie zu fahren hat. Ich selber war nicht mit dem Fixie dabei, weil ich da nur durch Zufall dazugestoßen bin. Aber auch die Route war ganz okay gescoutet und ja, es wurde auf alle Leute gewartet, ne, dass die Gruppe auch zusammenfährt und nicht, ne, halt irgendwie vorne 10, dann große Lücke und dann nochmal 10, sondern es war halt, wir sind in einer Gruppe gefahren. Nice. Und ja, also das ist jetzt gerade so mein Ding, also vielleicht auch ein bisschen wegzukommen von diesem, ich plane jetzt eine Stunde lang auf Komoot eine Route, auch wenn mir das Spaß macht, und dann fahre ich sie doch nicht, sondern mich so ein bisschen auf andere Leute zu verlassen. Also jetzt gerade in Berlin gibt es viele Ausfahrten, wo man hin kann, und das holt mich gerade mega ab. Also nice. Ich muss einfach sagen, ich glaube, wenn ich die letzten Wochen jetzt nicht so wieder ein bisschen zurück in das Game reinrutschen würde, wäre ich vielleicht auch heute nicht oder gestern nicht mitgekommen. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich habe auch gestern mit Malte kurz drüber gesprochen und meinte halt auch so, ey, ich glaube, Thjörven hat, also ich hätte es auch, oder ja, zu einer anderen Zeit hättest du gesagt, boah, seid mir nicht böse, aber das da hinzufahren und bla, nee, fühle ich jetzt nicht so und keine Ahnung. Hätte ich auch vollkommen verstanden. Aber ich war natürlich umso glücklicher, Alter, wo du gesagt hast, Digga, ich bin jetzt ready, ich habe jetzt gepackt, ich setze mich jetzt in eine Bahn und boom, Alter, aus dem Nichts sitzen wir hier, machen so ein Ding hier. Also das ist schon sehr, sehr cool und vor allen Dingen, man muss dazu sagen, wir sind gestern durch hier Sandwege durch, Alter, Malte ist schon ausgerastet immer. Malte, wie sieht's eigentlich aus bei dir? Willst du mal herkommen? Aber hast du ein Rad hinbekommen? Aber den Reifen? Ja, ist ja schon mal eine halbe Miete. Wir schon mal, ja, können wir wenigstens schieben. Nee, aber ja, also wir sind gestern hier durch, ich sag jetzt mal, die Brandenburger Provence gefahren und haben natürlich die richtig gute Brandenburger Bronx. Brandenburger Bronx. Wir haben richtig gute Materie gesehen. Also Brandenburg hat keine Berge, wir haben Sand. Aber was für Sand, richtig tief. Und was ich eigentlich positiv hervorheben wollte, wie du da einfach durchgeslidet bist. Also ich hatte wirklich richtig Probleme, mich auf dem hier Fahrrad zu halten. Malte ist auch hinten durchgedreht und du bist da einfach durchgetackert. Aber ich kann das auch. Also ich kann im Sand fahren. Also das ist, muss man wirklich einfach sagen. Also das muss man auch ein bisschen lernen in Brandenburg. Jetzt kommt er. So, hier, Freunde, kommt unser dritter Sidekick von hinten. Heute unser erster Gast im Podcast. Wirklich? Du bist der erste Gast in unserem Podcast. Setz dich mal hin, Malte. Das ist eine Ehre. Hey, Leute. Malte. Ja. Ja, ich soll ich einfach mal das Mikrofon abgeben? Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie schön. Vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen, wie erging es dir diese Nacht? Was ist überhaupt so, du warst jetzt in Rügen, warst das erste Mal mit Gravelrad unterwegs. Jetzt bist du hier. Wer bist du eigentlich und wie geht's dir gerade? Oh Gott, so viele Fragen. Jo, womit fange ich an? Ich bin Malte. Ich bin ganz viel mit dir unterwegs, mit dem Fahrrad und begleite dich. Das wissen aber eigentlich auch schon alle, glaube ich. Von daher brauchen wir da bestimmt nicht groß auf eingehen. Ja. Wie war die Nacht jetzt für dich? Ja, das ist, glaube ich, wichtiger. Die Nacht war gut, weil ich wirklich ignorant gedacht habe, ich mache mir jetzt Ohrstöpsel rein, ich höre nichts und niemanden. Ich höre es nicht, wenn ein Auto vorbeikommt. Ihr werdet das schon mitkriegen und dann werdet ihr mich schon wecken, wenn was passiert. Weil ich... Ey, aber das ist so geil, weil ich glaube, dass Thjörven wirklich spielt hier die Ankerrolle, weil ich habe in dem Moment auch, ich lag da und dachte mir irgendwann, ey, wenn irgendwas passiert, wir haben ja Thjörven, der wird das schon regeln und egal wie schlimm es ist, so, ja. Ich möchte einmal kurz einwerfen, dass ihr beide in einem Zelt geschlafen habt, also jeweils in einem eigenen Zelt, also, ne, und ich ohne alles. Also ich habe die ganze Zeit auch das Gefühl gehabt, das kann ich ja jetzt auch ruhig sagen, also wenn jemand gekommen wäre, hätte der als erstes mit mir gesprochen. Und genau, ja, natürlich. Das ich hatte diesen Schutzraum um mich rum, ich dachte, geil, ey, ich kann auch noch so tun, als ob ich weiterschlafe. Ich höre euch vielleicht. Das ist unglaublich, das ist einfach unglaublich, wirklich, ey. Naja, dieses Zelt hat mir echt einen Schutzraum gegeben, von dem mir völlig bewusst ist, dass er gar nichts bringt. Ne, dieses kleine Stück Stoff aber, macht also, nichts. Das aber hättest für den Kopf vielleicht ist mal, das ein Riesenthema. Du hättest gestern auf jeden Fall einmal sagen müssen, dass du die Ohrstöpsel reinmachst, weil ich habe eigentlich gedacht, weil wir hatten gestern Abend halt diese Situation, dass irgendwie um 23 Uhr hier nochmal ein Auto lang gekarrt ist
Und da hatte Max mir geschrieben, das habe ich aber heute Morgen erst gesehen. Und ich dachte, Max ist am Pennen. Aber ich dachte, weil ich Licht in deinem Zelt gesehen habe, dass du noch wach bist. Und also ich habe das ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich habe gedacht, ich habe geträumt oder so. Habe das nicht so richtig wahrgenommen, dass hier scheinbar nochmal ein Auto lang gefahren ist. Aber das ist, ich finde das irgendwie wild, weil du warst wach, du hast gepennt. Ich habe gedacht, du bist wach, du hast gepennt. Das ist halt, also... Das ist hier eine super Dynamik auf jeden Fall. Nächstes Mal Walkie-Talkies. Jeder in einem eigenen Hangar. Alter. Und dann kannst du ja aber sicher sein, dass ich schon längst wieder am Bahnhof gewesen wäre. Also wenn wir jetzt alles in einen separaten Hangar gepennt hätten, dann sage ich euch ganz ehrlich, ich hätte mir den Spaß gemacht und angefangen nachts irgendwelche Geräusche bei euch zu machen. Und so. Alter. Aber Malte, den Spaß hätte ich mir einfach erlaubt. Vielleicht gehst du einfach nochmal, wir haben es eben schon mal kurz angerissen, vielleicht gehst du einfach nochmal auf deine heiligen 5 Minuten ein, die du gestern, wo irgendwie alles zusammenkam. Also ich habe selten, Malte hat sein Leben hinterfragt oder das Leben hat Malte hinterfragt. Es war auf jeden Fall... sehr, sehr interessant, das Ganze zu beobachten. Ja, also ganz kurz vorweg, jeder, der so in Max' Videos mich mitbekommt, der merkt schon, dass bei mir hier und da mal was schief geht. Und es wirkt, als ob ich dumm bin. Aber ich verspreche euch, das ist auch Pech. Ich wollte gerade sagen, also ich habe nicht das Gefühl, dass du dumm bist. Du ziehst aber das Pech einfach magnetisch an. Das war doch irre gestern, ey. Das habe ich im Leben noch nicht gesehen, wirklich. Dann habe ich einen Platten, denk mir so, krass, ey. Und dann sagt Jorven, komm, noch 2 Kilometer. Und dann meinte ich, gut, dann jogge ich das kleine Stück und habe dieses 10 Tonnen schwere Fahrrad joggend geschoben. Und dann war das Licht so schön und wir packen die Drohne aus, ich lege ein Bier zur Seite. Ich habe es nicht mal fallen lassen, es ist mir nicht rausgerutscht. Ich habe es hingelegt und es platzt. Und ich kann euch nicht erklären, was das sollte. Warum ist das passiert? Und dann war alles vorbei, wir sind Drohne geflogen, wir stehen alle im Kreis, alle 2 Meter weg vom Fahrrad. Bling. Was war das? Scheiß Speichel. 300 Kilometer auf Rügen, kein Thema. Und dann lässt du das Fahrrad liegen, guckst es nicht mal an und dir bricht die Speichel. Ich war komplett am Ende. Das Beste daran finde ich eigentlich, ne, also wir reden von dem Vorderrad. Also das Fahrrad von Malte ist sehr hinterlastig bepackt, ne? Also mit 2 Satteltaschen und dann das Zelt noch irgendwie auf dem Gepäckträger und dann ist noch so eine Arschrakete irgendwie oben drauf. Also es ist wirklich, also dass du nicht permanent im Wheelie fährst, ist schon Wunder. Weißt du? Und dann liegt dieses Fahrrad da wirklich 5 Minuten, Malte ist schon total panisch wegen dem Bier und dann wirklich, dann reißt eine Speiche vorne, nicht hinten, sondern vorne. Und das ist was, das geht absolut nicht in meinen Kopf rein. Also ich weiß nicht, wer diese Laufräder eingespeicht hat. Das wird wahrscheinlich maschinell passiert sein. Aber Digga, das ist wirklich, meinen absoluten Respekt hast du. Du ziehst wirklich das Pech an, wie Scheiße fliegen, wirklich. Also das ist unglaublich. Also innerhalb von 5 Minuten so tief in ein Klo reinzugreifen, das machen nicht mal Sanitärleute, wirklich. Es ist in dem Moment auch, da kann ich auch immer nichts Schönes dran sehen. Ich brauche dann echt 5 bis 10 Minuten tiefes Durchatmen. Dass Max und Jorven dann so gechillt reagiert haben, hat wirklich geholfen. Aber so nicht so, oh scheiße, sondern so ein, kannst halt nur drüber lachen. Ne? Ich war komplett erstaunt, als du zu mir gesagt hast, ja, ich habe noch 5 Speichen dabei. Und ich stehe da so, Alter, was? So, wenn mir eine Speiche reißen würde, ich hätte keine Ersatzspeiche dabei, muss ich einfach mal so sagen. Ja, aber die Erfahrung zeigt dir, dass wenn jemand eine Ersatzspeiche braucht, dann Max und ich. Ja, das ist richtig. Ja. Deswegen. Aber an der Stelle, man muss wirklich nochmal eine Lanze für Malte brechen, was der gestern alles wieder auf sich genommen hat. Also er hatte zum einen, wir kamen ja gestern erst von Rügen, also haben quasi das eine Projekt, sind dann von Rügen hierher und auf Rügen hatte Malte auch schon einen guten Hungerass, Alter. Da hat ihm aber auch schon richtig weggefetzt. Und man muss dazu sagen, Malte, du gehst selten eigentlich aus der Haut. Du bist eigentlich die ganze Zeit so ein Ruhepol, der immer so Sicherheit und richtig so, mich kann nichts außer Fassung bringen. Ey, und dann habe ich Malte mal emotional erlebt. Dann sagt er auch gestern hier, kannst du dich auch noch dran erinnern, wo wir hier langfahren? Und er dann, ich kann das nicht mehr, was soll denn das? Man hört denn die Scheiße hier auf? Das war so gut, aber worauf ich eigentlich hinaus will,
als Malte dann den Platten hatte und wir gesehen haben, ey, okay, das sind jetzt noch so 1,5 Kilometer bis hierher, hat der sein Rad genommen und läuft wie ein, hier, wie so ein Spartakus los, Alter, mit seinem 50-Kilo-Ding in einem, also wirklich Frank the Tank, Alter, schwer wie Blei, aber ja, kommt hierher, packt alles schnell aus und wir denken uns so, yo, jetzt direkt filmen, bam, und dann siehst du nur die Dose da zerbrechen und eigentlich so, und also es ist schon erstmal viel Bier daneben gegangen, bis ich dann so meinte, Digga, trink doch mal. Das hat mein Gehirn nicht verarbeiten können, dass das gerade passiert ist. Das war wirklich ein drüber. Weil es halt gar keinen Sinn ergeben hat. Hätte ich das Bier fallen lassen, es wäre geplatzt. Mein Gehirn hätte gesagt, gut, Bier runtergefallen, Bier geplatzt, trinken. Aber das war nicht für mich zu greifen, was da gerade los war. Ich hatte so Angst, als ich das gesehen habe, dass die 2 Dosen in meinem Rucksack kaputt gehen, weil mein Rucksack ist ja auch noch wasserdicht. Das heißt, es wäre einfach alles drin geblieben. Weißt du? Es wäre nicht rausgelaufen. Es wäre einfach, wir hätten dann so hier Eimer saufen machen können. Oh Mann, ey. Aber ja, ey, es ist wirklich, also du hast wirklich... innerhalb von 5 Minuten wirklich echt hardcore ins Klo gegriffen, weil es ist wirklich literally, ich sag jetzt mal, am Eingang von diesem Gelände ist quasi alles passiert. Ja, komplett. Was ich aber auch sagen muss, darüber bin ich sehr beeindruckt, du bist einfach nonstop an der Kamera. Also immer wenn du kurz, ich lieg noch im Bett, bin halb am Pennen, auf einmal sehe ich, wie ihr beide schon rumrennt, Malte schon an der Kamera, ich lieg da und denk mir so, Digga, ich kann seit einer Minute einen klaren Gedanken fassen, was stimmt mit euch beiden nicht, weißt du? Und dann, keine Ahnung, gestern Abend auch, du denkst so, okay, wir stellen jetzt hier irgendwie Sachen entspannt ab, du siehst schon, wie Malte hier rumrennt, Sachen filmt, die Drohne ist gleichzeitig noch in der Luft. Digga, da muss ich dir jetzt mal Respekt aussprechen. Dass du hier mal ein Like und ein Abo für Malte seinen Insta-Kanal da, dass wir die 10.000 voll machen. Weil das hier ist Ibanez AEG, Leute. Auf Twitch, Alter. 250 Gramm Nudeln. Ihr habt jetzt endlich ein Gesicht dazu. Ja. Da, wir holen ihn da noch. Du bist ja eigentlich auch ein breiter Mensch. Ne? Also du hast ja was. Aber, weißt du? Ja, was? Du musst hier die Nudeln, die musst du mal. Ach so, ich wusste gar nicht, wo das hinführt. Ja, ich sollte mehr Nudeln essen. Aber das wird Frank the Tank auch nicht helfen. Ey, aber ich muss dazu sagen, ganz kurz wegen Frank noch, ne? Ich habe auch viel zu dünne Reifen, aber es ist vielleicht ein anderes Thema. Für das, was wir hier jetzt gestern. Das ist doch ein Fujiyari, was du fährst, ne? Aber ist das eins Punkt irgendwas? Also weil, 2 Punkte. Okay, weil das ist ja Stahl, also das ist ein Reynolds 825er Stahlrahmen. Eigentlich geil, weil also der Grund. Bau von dem Rad ist gut. Also das Material, das ist einfach sehr gut. Das Fahrrad ist unzerstörbar. Nur die Laufräder sind halt scheiße. Und die Bremsen. Und wahrscheinlich alle anderen Anbauteile auch, bis auf den Gepäckträger, den du nachträglich angebaut hast. Den habe ich selber rangebastelt. Auch toll, egal. Der hält alles andere nicht. Ja, da müsste mal jemand ran, der weiß, was er tut. Ja, vielleicht muss ich da mal meine Kontakte spielen lassen. Vielleicht muss er das Fahrrad mal nach Berlin bringen. Shoutouts an Norman, stelle ich schon mal auf was ein. Lass uns mal einfach dich besuchen. Ja, also ich weiß. Aber das kann ich erstens nicht, weil schon Gangschaltung und Bremsscheibe mich komplett raus, habe ich keine Ahnung von. Nee, aber wir kommen mal nach Berlin, meinte ich. Aber das könnte man vielleicht mal... Wir kommen mal nach Berlin zu Besuch zu dir. Ich kann gleich mit auf die Liste, Freunde. Genau. Und mit Malte zusammen Tjörven besuchen. Ja. Dann einen Tag im Fahrradladen verbringen, alles wieder auf Vordermann bringen und eine gute Zeit haben. Abends 3 Pilsetten reinfahren. 3? Mal hoch 3, ja, das waren also zu wenig. Also wir gehen da erstmal in meine Favorite-Kneipe, Shoutouts ans Café Cox, Digga, wir werden uns die Schultheiß-Pilsetten um die Ohren schmeißen, ey. Freunde, an dieser Stelle, kleiner Disclaimer. Wir haben gut geschlafen, ich habe einen Kaffee getrunken, wir haben gute Laune, wir reden ein bisschen Müll. Ja. Ja. Aber ja, lasst uns das gerne machen. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen gerade. Dass Mann. Wir das Fahrrad von Malte wieder auf Vordermann bringen. Das kann ich mal abklären. Aber ich glaube nicht, dass das dann so funktioniert, dass du das Fahrrad hinbringst und wir es in einem Rutsch fertig machen, weil wir safe Sachen bestellen müssen. Ist eine Baustelle, sagst du. Und die große Frage ist halt auch, ne, also wenn es bis über einen gewissen Preis natürlich geht, dann ist natürlich die Frage, ob sich das überhaupt lohnt. Ne? Also meines Erachtens lohnt es sich immer, weil du hast mit diesem Fahrrad jetzt schon Erfahrungen und Emotionen gesammelt. Das heißt, irgendwie ist da ja auch ein emotionaler Wert dran. Ja, aber den kannst du ja auch an eine Wand hängen, den Wert. Das machst du nicht.
Ich glaube, Malte ist nicht so einer, der sich sowas an eine Wand hängt. Den Wert kannst du ja auch an eine Wand hängen, doch. Und ich glaube, Malte würde sich Frank the Tank an eine Wand hängen. Nur den Rahmen, den Rest, der kommt weg. Aber ich bin ganz ehrlich, also Malte ist ja, man muss dazu sagen, ist ja jetzt da so ein bisschen reingerutscht. Also wir beide sind ja jetzt schon viel unterwegs und so langsam versuche ich Malte jetzt so in Gefilde heranzuführen. Also, dass Malte in einem Hangar pennt, dass er durch irgendwelche tiefen Sandwüsten sich durchprügeln muss, einarmig noch versucht. Also wirklich, Malte gibt sich größte Mühe und macht das auch super. Also auch das Dänemark-Video, ihr habt es ja selber gesehen, das ist wirklich, ich bin super stolz darauf und bin super dankbar, mit Malte unterwegs sein zu dürfen. Aber was ich sagen wollte, so langsam, also wir müssen aufpassen, dass Malte nicht sagt, so Digga, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich kann das nicht mehr, das wird mir zu wild. Wir müssen, also ja, das so ein paar Besorgungen, da muss ich auch mich jetzt an den Kopf fassen. Ich werde ihm auf jeden Fall erstmal so ein Gurt besorgen, dass er nicht immer aus seinem Beipackzettel da die Kamera rausholen muss. Und ja, langfristig wird auch, glaube ich, ein anderes Fahrrad schon zweckmäßiger sein. Es ist auch einfach zu viel Krempel. Also es ist einfach nicht schnell, das Fahrrad. Also es gibt, glaube ich, einfach ein paar Sachen, die man optimieren kann an diesem Fahrrad. Ja. Also muss man einfach so sagen. Ich glaube, die Basis von dem Fahrrad ist schon okay. Man muss hier jetzt nicht immer alles schlecht reden. Ich rede nicht schlecht, Alter. Ich glaube einfach fahr mal nur, damit eine Runde. Ich will damit keine Runde fahren. Siehst du, ich auch nicht schlecht reden. Aber ich glaube, dass man da vielleicht noch was draus machen kann, ist halt wie gesagt eine Budgetfrage. Wenn du da jetzt halt nochmal 500 Euro reinbuttern musst, damit das Fahrrad geil wird, ist halt so eine Sache, ob man da noch Bock drauf hat. Weil du hast ja schon gesagt, du hast da schon den einen oder anderen Euro für gelassen. Das ist dann irgendwann auch so wie die Büchse der Pandora. So, die öffnet man dann und dann versinkt das ganze Geld da drin. Dann nee, das ist, glaube ich, einfach wie so Leute, die sich damals so ein Golf 3 gekauft haben oder so. Und dann den Hochtune. Ja, genau. Und dann haben sie da irgendwie 25.000 Euro rein investiert. Und dann hat sich schon längst Mercedes holen können. Genau. Und dann halt feststellen, oh, mehr als 6.000 Euro kriege ich für die Karre gar nicht. Ja. Und sich dann halt natürlich ne, an den Kopf fassen und denken, oh, scheiße, Alter. Hätte ich mir mal einen Benz gekauft. Aber ich hatte gleich mal eine Frage. Teure Fahrräder brauchen ja auch Wartung. Ne? Ist ja nicht so, dass sobald ich jetzt ein teures Fahrrad habe, diese ganzen permanenten Kosten, die ich jetzt habe, aufhören. Ja. Die werden ja im Zweifel höchstens teurer, weil alles drumherum teurer ist, oder nicht? Also ich würde sagen, es gibt so einen gewissen Tipping Point, an dem ein Fahrrad teurer wird, weil das, was besser ist, sehr minimal ist. Also desto teurer jetzt, also reden wir jetzt mal von so Rennrädern, ne? Wenn so ein Rennrad irgendwie 8.000 Euro kostet zu einem Rennrad, was 3.000 Euro kostet, ist, glaube ich, nicht so ein krasser Unterschied. Es sind halt dann nur noch so Grammwerte und dann sind, keine Ahnung, hier die Speichen auch noch aus Carbon und hast nicht gesehen. Also das sind dann wirklich die Teile, also und die Teile halt so, ob elektrische Schaltung. Ja, ob, das ist jetzt mal außen vorgestellt. Aber das sind ja die Sachen, die am Ende so ein Rad so teuer machen, weißt du? Also so, ob welche Schaltgruppe also eine du Di-Tun hast. Und kriegst du mittlerweile auch hinterhergeworfen. Also das ist jetzt nicht genau, mehr aber so. Wenn du eine Dura-Ace hast oder so, das ist dann halt was anderes. Aber ich würde sagen, es gibt so einen Tipping-Point, ab dem du halt für minimale Änderungen trotzdem sehr viel Geld bezahlst. Und wir reden hier von Gramm-Sachen. Aber ja, also die Wartung und Service wird halt gleich bleiben. Ne? Also es ist auch in Abhängigkeit davon, wie viel du fährst. Aber es gibt auch einfach Teile, die verbaut werden, die einfach länger halten und besser sind. Also das ist einfach so. Und das ist halt, ich glaube, immer die große Frage für ganz viele Leute, wenn sie sich irgendein Rad anschaffen. Soll ich mir hier jetzt ein Rennrad mit einer 105er-Gruppe holen oder doch mit einer Dura-Ace oder reicht mir doch irgendwie eine Tiagra-Schaltung an diesem Einsteiger-Gravel-Bike oder soll es dann doch eine Sora sein oder also es sind so ganz viele Kleinigkeiten, auf die man auf jeden Fall achten kann. Ich würde sagen, wenn du halt nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Bremsen. Du hast vorne eine semi-hydraulische Bremse und hinten hast du eine komplett mechanische Bremse. Korrekt. Da fragt man sich schon, warum man zwei unterschiedliche Bremskörper angebracht hat. Woran hat es gelegen? Das liegt daran, dass die vordere Bremse vor einem Jahr schon kaputt gegangen ist. Ja. Die ist einfach explodiert, in a way. Und die hintere ging erst vor 2-3 Wochen kaputt. Und ja, also ich glaube, es ist nicht unbedingt kaputt. Ich glaube einfach, dass die Belege durch sind. Nee, die hintere Bremse ist ja gerade mal 2-3 Wochen alt jetzt.
und einfach nur beschissen eingestellt. Das kann auch gut sein. Und die vordere kann durchaus sein, dass da zu langsam die Belege, aber auch die müsste man bestimmt mal nachziehen. Ja. Aber auch da bin also ich nicht der richtige Führer. Also ich kann glaube ich, jetzt aus dem Stegreif nicht so genau sagen, woran das bei deinem Fahrrad liegt, aber ich glaube, dass man ein paar Upgrades auf jeden Fall machen kann, die den Fahrkomfort auf jeden Fall steigern würden. Ich habe auch das Gefühl, dass bei dir der Vorbau sehr lang ist. Du bist sehr gestreckt, wenn du auf diesem Rad sitzt. Das ist, glaube ich, eigentlich nicht so geil, aber ja, wir sind ja hier nicht der Fahrradmechaniker-Podcast. Ne? Nee. Also das schauen wir uns einfach mal irgendwann anders in Ruhe an. Ich glaube, wir sind auch schon fast durch mit der Zeit, aber eine Frage habe ich noch an Malte. Würdest du sowas wie heute nochmal machen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich gucke mal auf die Kamera. Das ist eine tolle Frage. Ich fand es ja auch geil. Also ich fand das mega aufregend alles. Es ist schön, es ist vor allem neu. Das sind Dinge, also Dinge zum ersten Mal machen, ist so geil. Und das ist ja das, wofür man irgendwie rausgeht und diese Abenteuer anfängt. Einfach um Dinge zu tun, die man noch nie gemacht hat, neue Dinge kennenlernen. Wie aufregend war das gestern, wegzurennen vor der Security? Habe ich noch nie gemacht, das war der Hammer. Ich war also richtig gerannt happy. Sind wir jetzt. Okay, doch. Ach, doch, komm, ich stand hier vorne und ich habe nur den Kopf vielleicht auf mich zu rennen sehen. Also man muss dazu sagen, in diesem Moment wurde selbst ein Thjörven, der vorher so viel Ruhe ausstrahlte, ganz hysterisch und meinte, Malte, mach das Licht aus, mach das Licht aus. Und Malte hatte hier den Scheinwerfer noch drin, hat den so auf den Boden umgedreht, weil keiner von uns wusste, wie die Scheiße ausgeht, bis Thjörven dann das ausmachen konnte. Also ja, aber du hast vollkommen recht, das sind halt echt so. Und jetzt, wenn man sich das so nochmal vor Augen führt, war das für uns alle die erste Nacht, die wir jemals in einem Hangar gepennt haben, auf einem Militärflugplatz und genau noch diese Unsicherheit. Also ich glaube, das wird sich richtig einbrennen und im besten Falle wachsen wir an dieser Erfahrung. Safe. Und werden denken, okay, das haben wir auch schon geschafft. What's next? Malte, was kommt als nächstes? Ich würde sagen, mehr so ein Kram. Also ich kann mich auf jeden Fall besser vorbereiten, weniger packen, breitere Reifen und dann kotzt mich der Sand auch nicht mehr so an. Und dann würde ich sowas auf jeden Fall nochmal machen. Ja. Können Sie alle Orbits angehen jetzt. Ich werde fluchen ohne Ende. Ich hasse Sand. Was soll die Kacke? Aber die Orbits sind ja in ganz Deutschland verteilt. Es gibt jetzt nicht nur in Brandenburg Orbits. Aber die sind alle so mies. Also Rügen war auch echt. Digga, es gibt fies. Einen an der Grenze zur Schweiz, Alter. Da fährst du irgendwie 4000 Höhenmeter oder so. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, Leute. Neue Sachen ausprobieren. Immer mal wieder gucken, wo bin ich eigentlich gerade? Wo stehe ich? Und was kann ich machen, um mal wieder irgendwie neue Reize zu setzen? Ich glaube, den Reiz haben wir auf jeden Fall gesetzt. Malte, danke für deinen kurzen Gastauftritt spontanerweise noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst bitte gerne bei Malte und auch bei Thjörven ganz viele Likes und Kommentare da. Es war mir wirklich ein Fest und ich freue mich. Ich freue mich zum einen, dass Thjörven gesagt hat, ey, ich bin am Start, ich pelle mich hoch. Und Malte, dass man einfach ihm sagen kann, jo, pass auf, wir machen das und das. Er fährt einfach mit, der guckt ja nicht mal aufs Navi. Ich sag ihm, jo, jetzt geht's nach rechts, jetzt nach links, hier ist der Hangar. Ach krass, ja, okay, krass. Das ist so geil, also wirklich, das muss man auch mal sagen. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin sehr dankbar, mit Malte jetzt quasi arbeiten zu dürfen. Und Thjörven, Malte, ich danke euch. Freunde, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Es war mal was anderes. Thjörven. Bald wieder hoffentlich in alter, gewohnter Tonqualität. Ach, die wird schon gut sein, denke ich. Schauen wir mal, ich habe keine Ahnung. Wir schauen einfach. Das ist ein Überraschungsei, Leute. Ja, ey, vielen Dank fürs Mitnehmen. Vielen Dank fürs spontan Umdisponieren. Und ich würde sagen, wir hören uns voraussichtlich nächste Woche in alter Frische wieder, wenn alles schief läuft. Diesmal dann nicht aus dem Hangar. Verhockt nicht so viel, Leute. Dived rein. Und denkt an die Liste. Denkt an die Liste, Leute. Tschüss. Tschüss.